das geht ab. Ich hoffe mal, euch geht's gut, so wie es bei uns abgeht. Wir holen die Meisterschaft. Ja, eigentlich ein Track aus Berlin, aber ich denke mir mal, ein bisschen Abwechslung tut gut. Alago hier gleich in der ersten Minute mit der Riesenmöglichkeit. Meine Fresse, also so kann es natürlich losgehen zu Hause vor den heimischen Fans. Hier Vollgas mit unserer Champions League, ja, mit unserem Champions League Teilnehmer, nämlich dem Hamburger Sportverein, geben wir gleich richtig Gas hier im kleinen Nordderby gegen Hannover 96, meine Lieben. Ecke von Van der Vaart, da kommt er raus, der Zieler, und holt den Ball aus der Luft. Ja, es regnet ein wenig, man sieht es etwas schlecht, aber lasst es euch gesagt sein, obwohl es hier eine ganz nach Sonne aussieht, ne? Es sieht nach Sonnenschein aus, etc., aber es ist auf jeden Fall regnerisch. Hier gibt es ein, ich glaube, Handspiel war das jetzt hier von Kier oder was, der weit mit aufgerückt ist, um vorne ein bisschen Druck zu machen. Das Spiel auch ruhig von hinten etwas zu eröffnen. Wir gucken mal, wie wir uns eben jetzt am zweiten Spieltag geben. Bisher haben wir ja noch keine Doppelbelastung in dem Sinne. Ich meine, die erste Runde des DFB-Pokals war ja noch nicht wirklich so anstrengend. Aber das kommt jetzt alles in den nächsten Wochen. Geht's richtig los. Die Champions-League-Auslosung ist ja hinter uns oder liegt hinter uns. Und da haben wir richtig was zu tun. Gucken wir mal, wie wir uns heute hier geben. Kanaloglu, sehr schön. Aber kriegt den Ball dann nicht kontrolliert. Und somit gibt es mal jetzt hier über Abdelau eine Kontermöglichkeit. Aogo kommt gar nicht hinterher. Abdelau ist durch auf rechts, kann jetzt in die Mitte flanken. Macht das vielleicht auch, ja, bringt den kurz. Fly rein, schlau drauf. Und Adler hält. Super gemacht, Höger rettet. Und nun geht der Ball erstmal wieder Richtung Hannoveraner Tor. Richtig schnell, zwei Stafetten hat es gedauert. Beziehungsweise zwei Pässe und schon ist der Ball wieder im Bereich der Hannoveraner. Gucken wir mal. Also 12 Minuten gespielt, meine Lieben. Wie gesagt, die Saison wird richtig hart. Es wird in der Bundesliga nicht allzu viele 3D-Spiele geben. Ja, aufgrund dessen, weil wir ja eben noch in der Gruppenphase der Champions League sind. Und da werden auf jeden Fall die Heimspiele im 3D-Modus laufen, das ist ganz klar. Möglichkeit hier für Van der Vaart. Weiter Ball, aber der gibt dann noch gute 1-2 Meter am Tor vorbei. Fand kein Abnehmer eben im 16-Meter-Raum. Rausch hier auf der linken Seite. Konstantin Rausch jetzt hier gegen Holming. Zorn, macht das gut. Gibt doch Foul oder was? Ja, war ein bisschen zu ungestüm, der Koreaner. Stand da auf dem Fuß. Der Schiri pfeift so ziemlich streng. Also erstes Handspiel von Kier. Jetzt hier so ein kleiner Stopper von Zon. Möglichkeit für Hannover. Ne, geht abseits. Gut gemacht. Abschluss über René Adler. Ja, René Adler wieder zurück in der Nationalmannschaft. Ebenfalls eine Personalie, die wir uns ein bisschen genauer anschauen können über die Saison hinweg. Er hat ja ganz, ganz große Ziele. Möchte natürlich bei der Meisterschaft mitspielen. Aber da müssen wir mal schauen, ob wir eben das mit dieser Dreifachbelastung zu Beginn der Saison auf die Kette kriegen. Son, sehr schönes Dribbling. Alagui ist durch, schießt aber. Da fehlt ein bisschen der Druck. Der Zug aufs Tor. Ziele rettet da ganz sicher. Und wieder erstmal Abschlag. Van der Vaart. Van der Vaart gegen Schlaudra. Verliert den Ball. Kennt man gar nicht von ihm. Normalerweise so zweikampfstark. Ebenfalls auch im Dribbling eigentlich eine Hausnummer für sich. Stindl jetzt hier auf rechts. Vorsicht, ist gefährlich. Da sind schon wieder gleich zwei, drei Mann im 16-Meter-Raum. Adler muss hochsteigen und rettet da vor Rausch, der sich da unten bereit erklärt hatte, eben reinzuköpfen, aber nicht mit unserem Nationalkeeper. Auch wenn er nur zweite Geige spielt hinter Manuel Neuer. Trotzdem, wie gesagt, ganz interessant zu sehen, dass er wieder dabei ist. Aogo, wieder Stindl. Wieder liegt wieder den Zug zu ihm. Da kommt Rajkovic, der rettet vor Abdelau. Gut gemacht. Kanaloglu verliert den Ball gegen Stindl. Da kommt Beister jetzt. Beister im Duell gegen Stindl. Jetzt nochmal. Jetzt hat er den Ball erobert. Sehr schön gemacht. Und es geht wieder Richtung Hannoveraner Tor. Hier über Alagui. Spielt jetzt mal auf Raphael van der Vaart. Wir sind nur mit einem Stürmer heute gestartet. Dafür zwei offensiven Mittelfeldspielern. Einer von beiden, wie gesagt, entweder Raphael van der Vaart oder eben Kanaloglu. Einer von beiden muss eben mit in die Spitze gehen, um sich so freizulaufen, als Anspielposition bereit erklären. Jetzt hier nochmal Alagui, wieder allein auf weiter Flur vorbei an Hagui. Wird jetzt doch gelegt. Meine Fresse, also das war schon nah, ganz, ganz, ganz knapp nah an der Notbremse hier. Das Foul von Karim Hagui in der 30. Minute. Eieiei. Also gucken wir mal, aber eine gute Freistoßposition für Raphael van der Vaart. Der Holländer steht schon da bereit. Das sieht richtig gefährlich aus. Van der Vaart, Schuss, oh, Tor, abgefälscht. 1-0. Yeah. Schade, da läuft die Musik nicht ganz so lange durch. Es ist das erste Tor, aber richtig schön gemacht. Richtig schön gemacht von Raphael van der Vaart. Der Freistoß wird abgefälscht von der Mauer. Und somit führen jetzt hier die Hanseaten mit 1-0.
Sehr schön. Es gilt ja auch, wie gesagt, unsere Offensive war bereits auch im letzten Jahr schon richtig gut. Ein Haufen Tore wurden erzielt, auch von den Reservisten insgesamt. Aber die Defensive, das war die große Baustelle und die gilt es jetzt wirklich wieder sicherer aufzustellen. Alagui, Alagui, Kanaloglu! Yes, da ist er, der Junge, da ist er. Richtig schön. Ja, Vorlage von Alagui. Sehr schön, das 2:0 hier. Sehr schön, da sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Klasse gemacht mit der Nummer 10. Kalanoglu mit dem 2:0 hier nach 34 Minuten. Richtig schön, Doppelschlag hier von den Hamburgern. Nun schauen wir doch mal, wie sich Hannover hier nochmal zurückmeldet und ob sie sich davon erholen können. Abdelau gegen Kier, der macht das ganz sicher hier. Der Routine, super, wieder Alagui, wieder Richtung Hannover Tor. Das ist Heuming-Son. Son auf Van der Vaart. Van der Vaart ist durch. Raphael Van der Vaart, Van der Vaart! 3:0! Jawohl, da haben wir es doch. Das Spiel entschieden in 10 Minuten. Sehr schön, da freuen wir uns doch tierisch. Raphael Van der Vaart mit einem Doppelpack für ihn. 2 Tore in der ersten Halbzeit und noch ein Tor von dem Newcomer Kanaloglu. Sprich, unsere offensive Mittelfeldkräfte machen hier eine frühe Entscheidung. Richtig stark nochmal Van der Vaart. Gibt dann nochmal eins hier, wieder über Alagui. Der ist durch und ist Heuming-Son. Son, Son, der schießt aber. Oh, Zieler macht sich ganz lang. Kanaloglu stand da auch schon bereit. Eieiei, richtig gefährlich jetzt hier. Nochmal Konterchance jetzt hier für die Hannoveraner. Hannover 96 jetzt hier mit über Abdelau mit der Möglichkeit. Der Ball kommt hoch, da ist Höger und rettet da. Sehr souverän. Wieder über Alagui. Sie stehen weit nach vorne aufgerückt. Hannover 96 können sich hier wahrscheinlich im kleinen Nordderby nicht so wirklich durchsetzen. Sieht gut für uns aus. So können wir doch in die Halbzeit gehen. Richtig schön Druck gemacht. Schmiedebach. Nochmal langer Ball auf Schlaudraff. Müsste aber Abseits geben, oder? Nein, kein Abseits. Schlaudraff ist durch. Bringt er den Ball. Er bringt den Ball hoch. Da unten ist Abdelau. Vorsicht, Kier muss retten. Gibt kein Foul. Macht das ganz souverän. Simon Kier, der neue Akteur in unserer Innenverteidigung für... Ja, und unter anderem auch für Westermann, der ja verletzt ist. Also, wir gehen mal rein. Total souveräne Vorstellung hier des Champions League-Aspiranten bzw. Teilnehmers. Richtig stark. So können wir uns auch warm schießen für FC Barcelona, meine Lieben. Gucken wir doch mal rein, Spielergespräche. Wir müssen also ein bisschen die Jungs fit machen, die Fitness brauchen. Und zwar, es geht ja, geht das auf die Frische oder geht es auf die Fitness? Ich würde mal sagen, jung. Es geht auf die Frische, oder? Gucken wir nochmal. Ja, es geht auf die Frische, so sieht's aus. Gut zu wissen, das wurde ja auch mal ein bisschen gesagt, ne? In den Kommentaren, in den letzten Videos. Mensch, Bergi! Du massierst immer die Leute, die es nicht brauchen. Was ist los mit dir? Hast du einen an der Waffel? Ja, natürlich hat er einen an der Waffel. Feierlich, denn wir führen ja auch mit 3:0. So, meine Lieben, okay, alles klar. Wir können noch ein wenig hier so ein bisschen die Defensive motivieren. Die können es gebrauchen, würde ich sagen. Gier, Rajkovic, alles gute Jungs, meiner Meinung nach. Ein bester Mann ist da gar nicht, wird überhaupt nicht vermisst. Das sieht gut aus. Und vielleicht noch Beister. Ja, nimmt er auch sogar noch an. Sehr schön. Halbzeitansprache von mir. Ich habe gesagt, vor dem Spiel, der Sieg ist heute möglich. Dann würde ich sagen, heute, hier ist heute noch mehr drin. Schießt mal noch ein paar Tore, Jungs. Und los geht's in den zweiten 45 Minuten. 3:0. Das sollten wir jetzt nicht mehr aus der Hand geben. Ich denke mal, man kann so ein Spiel dann auch mal zu 0 beenden. Rausch. Wieder gegen Jung da. Das ist Schlaudraff. Hoher Ball. Abdelau. Abseits. Gott sei Dank. Da war gefährlich der Ball. Richtig gefährlich. Auch zart hier im Abseits. Aber er hat den Ball noch nicht wirklich aufs Tor gebracht. Frühe Auswechslung hier bei Hannover 96. Hagui muss raus. Manolas kommt rein. Kostas Manolas. Interessante Einwechslung. Aogo. Ja, er kriegt den Ball nicht durchgesteckt. Schade. Kehr. Auf Egema. Das ist Jung. Über auf Höger. Der lenkt weiter. Schön auf Beister. Gut gemacht. Beister. Ballverlängerung auf Raphael Van der Vaart. Der ist schon so gut wie durch. Van der Vaart nochmal in die Mitte auf Alagui. Schuss und Zieler muss ich lang machen. Glanzparade. Aber das nochmal. Aber Van der Vaart. Van der Vaart. 4:0. In der 50. Meine Fresse. Richtig schön.
den Abstauber genutzt. Es steht 4:0 hier nach 52 Minuten, meine Lieben. Und da muss man echt schon bald sagen, grandiose Vorstellung hier im ersten Heimspiel der neuen Saison. Und wieder Kalanoglu. Wow, Latte. Meine Fresse, die nächste hochkarätige Chance der Hamburger. Jetzt schießen sie sich warm. Jetzt hagelt's hier. Was für die Hannoveraner. Wieder auf Kalanoglu. Schön weitergeleitet. Und da ist es. 5:0 für den HSV. Also eine Vorstellung der Hanseaten. Ich möchte bald sagen, das wird Kritik hageln für Hannover 96, hier nahezu schon einen Klassenunterschied festzumachen. So ein Ergebnis haben wir zuletzt gesehen. Wir haben auch 4 Tore geschossen im Textmodus zuletzt gegen 1860, aber das hier, das bricht wirklich bald alle Rekorde. Nochmal Ballverlängerung von Van der Vaart. Abdelau. Da haben wir Stindl. 60 Minuten gespielt, da können wir bald schon wieder ein- und auswechseln. Was das Zeug hält, machen wir mal. Wir drücken F1 und schauen, dass wir ein paar Jungs reinholen, die sich auch, wie gesagt, über die Saison hinweg verdient haben. Bei so einem Stand müssen wir einfach ein wenig wechseln. Schalai kommt rein für Alagui. Und dann würde ich bald sagen, ja, ein Marcel Jansen, der muss spielen. Der muss reinkommen für Beister. 3 Auswechslungen an der Zahl. Gucken wir mal, wie sie es machen. Alagui, oh, wird wieder gefoult, gibt wieder einen Freistoß. Jetzt werden auch gleich, oh, jetzt gibt es ja auch hier die gelb-rote Karte. Alles klar und tschüss, da kann er dann gehen. Harte Entscheidung des Schiris. Jetzt liegt Hannover 96 mit 5:0 hinten. Bekommt noch eine gelb-rote Karte. Für Schmiedebach müsste es gewesen sein. Wir wechseln dreimal aus. Gnabry kommt. Jansen kommt und Adam Schalai, ebenfalls ein neuer Akteur in Dress der Hasen, der Hamburger. Schauen wir doch mal. Freistoß, oh, wieder flach, gefährlich. Jansen, Vorlage auf Schalai und er macht's. 6:0. Ja, ruft da, der Scooter. Der HD Baxter. So, liebe Leute, Hans-Peter ruft Jiha und wir sagen volle Lotte nach vorne. So macht Spaß, so kann die Bundesliga natürlich laufen für uns. Schön, wenn wir das über die Saison hinweg so auf die Kette kriegen sollten. Van der Vaart, Kalanoglu. Jansen haben wir hier. Jansen, oh, wird gelegt. Gibt direkt Freistoß. Es sind noch gut 20 Minuten zu spielen. Wenn wir die Frequenz beibehalten, fallen hier noch ein paar Tore heute. Hannover kann sich gar nicht mehr fangen, findet sich gar nicht mehr. Kalanoglu. Wieder weiter Ball auf Son. Der kommt aber nicht ran. Schade, der war ein bisschen nicht. Son, sage ich. Gnabry ist ja mittlerweile drin für Heung-Min Son. Kalanoglu wieder. Und immer wieder der offensive Mittelfeldakteur. Jansen. Ah, gibt Abseits. Schade. Er hat, ja, stand da so 1-2 Meter. Dann doch gut sichtbar. Im Abseits. Die Fans sind da, die Fans machen Stimmung, so macht Spaß. Vorsicht da oben. Oh, Schlaudraff. Oh, Riesenmöglichkeit hier für die Hannoveraner. Richtig stark. Eckball, gut gerettet. Von hinten kommt nochmal Diarra. Ah, gibt wieder Abseits. Keine Chance. 73. Minute, meine Lieben. Man kann sich so ein bisschen zurücklehnen. Man kann, ja, wie gesagt, wir können auch die Aufmerksamkeit schon langsam Richtung Champions League richten. Ganz klar, der europäische Wettbewerb dieses Jahr. Wohl der wichtigste, das wichtigste Turnier, in dem wir uns befinden. Ganz klar, da uns zu qualifizieren fürs Achtelfinale wäre schon ganz, ganz wichtig. Jetzt hier Schlaudraff nochmal. Oh, Vorsicht. Jung lässt da den jungen Deutschen doch zum Abschluss kommen. Höger. Marco Höger, sehr gut. Schalai. Gnabry jetzt. Ist er schneller als Panda? Ne, sieht nicht so aus. Da kann er den kleinen Sprint doch nicht immer ansetzen. Schade eigentlich. Schlaudraff wieder. Wieder hoher, langer Ball. Und Aogo rettet da per Kopf. Ganz souverän. Kalanoglu auf Van der Vaart. Rapinto. Und wieder Van der Vaart. Auf Gnabry. Kein Abseits. Dribbling des Deutschivoras. Sehr gut gemacht. Der Ball geht in die Mitte. Zu Eggimann, Kalanoglu, ah, schade. Wäre jetzt gar noch ein bisschen mehr drin gewesen. Schaffen wir noch das 7:0, das wäre auf jeden Fall sensationell. Jansen,
Marcel Jansen jetzt auf links. Der muss den Ball nur langsam reinlegen in die Mitte. Macht es. 7-0. Meine Fresse. Von der Fahrt. Also dieses Ergebnis hier, das ist auf jeden Fall für Hannover 96 alles andere als löblich. Eine Demütigung im deutschen Fußball, eine Demütigung, ich sag mal, zwei Vereine im gleichen, in der gleichen Liga, doch dann eben offensiv. So ein Riesenunterschied, aber auch die Null muss hinten stehen und das scheint sie dann auch zu heute zu funktionieren. Es sieht gut aus für René Adler mit einem 0 Ergebnis. Van der Vaart. Ah, geht doch abseits jetzt auf Gnabry. Ja, sie stehen auch so weit aufgerückt. Hannover 96 macht heute taktisch alles falsch, was man dann eben falsch machen kann. 7-0, meine Lieben. Also ich kann es noch immer nicht glauben, dieses Ergebnis. Grandios. Van der Vaart. Ah, da Pinto holt sich den Ball und wieder schlau drauf. Bringt den Ball nochmal auf Abdelau. Ist durch. Höger muss retten. Kier ebenfalls ist da. Rettet. Sehr gut gemacht. Adam Schalay, weit eingerückt. Schaut jetzt, wo kann er hinspielen? Van der Vaart. Wo hören wir den Ball? Ist auch alles abseits. Ja, er findet kein Zuspiel. Keine Zuspielmöglichkeiten. Somit erstmal wieder. Kier rutscht da vorbei an Stindl. Vorsicht. Oh, Riesenchance für Hannover. Und Kier muss jetzt retten. Gibt nochmal einen Eckball für Hannover 96. 3 Minuten Nachspielzeit. Hoher Ball. Adler ist da. Hat ihn sicher. Abstoß. Van der Vaart. Van der Vaart. Vorbei, meine Lieben. 7-0. Sage und schreibe, 7 Tore haben wir gesehen hier im Spiel gegen Hannover 96. Also, wenn diese Saison so weitergeht, na dann blüht auf jeden Fall Hannover. Ein schreckliches Endergebnis. Dann werden sie absteigen, wenn sie so weiterspielen. Und wir spielen ganz oben mit. Das können wir uns heute auf die Kette schreiben. 2 Spiele, 2 Siege. Einmal 4-2 und einmal 7-0. Ich möchte mich mal an der Stelle mal verabschieden. Hoffe mal für unseren Realitätsgrad, dass das nicht allzu euphorisch weitergeht. Aber schön zu sehen ist es ja. Bis gleich, liebe Leute, im Nachbericht und Vorbericht zum nächsten Spieltag. Bis gleich.